In einer Marmorgrube sprengt man einen Felsen mit Dynamit. Die Arbeiter sind 800 Meter weiter in Deckung gegangen. Wenn der Boden ausschließlich aus Marmor besteht, bestimme klein a die Anzahl vergangener Sekunden zwischen der Explosion und dem Moment, an dem die Arbeiter die Schockwelle an ihren Füßen wahrnehmen, und klein b bestimme die Anzahl vergangener Sekunden zwischen der Explosion und dem Moment, in dem die Arbeiter das Geräusch hören. Wir können die Situation so modellieren. Diese Distanz b beträgt 800 Meter. Dieser Tabelle entnehmen wir, dass die Geschwindigkeit einer Welle im Marmor 6100 Meter pro Sekunde beträgt. Diese Zahl halten wir hier fest. Was wir suchen, ist die Zeit, die vergeht zwischen Explosion und Wahrnehmung der Welle im Marmor. Diese Zeit nennen wir T-Index M, M wie Marmor, und drücken sie natürlich in Sekunde aus. Um diese Zeit herauszufinden, nutzen wir die Formel Geschwindigkeit gleich zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit, und wenn Vm dasselbe ist wie d geteilt durch tm, dann muss tm gleich sein zu d geteilt durch vm, das heißt gleich zu 800 geteilt durch 6100. Das macht ungefähr 0,13 Sekunden. Die Zeit, die vergeht zwischen der Explosion und der Wahrnehmung der Welle im Marmor, beträgt also ungefähr 0,13 Sekunden. In klein b beträgt die zurückgelegte Distanz d 800 Meter. Die Geschwindigkeit des Schalls in der Luft entnehmen wir dieser Tabelle. Wir sehen hier, es handelt sich um 340 Meter pro Sekunde. Und was wir suchen, ist die Zeit, die diese Schallwelle benötigt, um diese Distanz d zurückzulegen. Diese Zeit, t Index L, L wie Luft, drücken wir natürlich in Sekunden aus. Und um sie zu finden, wenden wir diese Formel an. Also gilt hier, die Geschwindigkeit in der Luft, das ist die zurückgelegte Distanz, geteilt durch die Zeit t Index L. Und daraus schließen wir, dass T-Index L gleich sein muss zu D geteilt durch V-Index L. Das bedeutet 800 geteilt durch 340, das heißt ungefähr 2,35. Also die hier benötigte Zeit, die die Schallwelle braucht, um vom Ort der Explosion bis zu den Arbeitern zu gelangen, beträgt ungefähr 2,35 Sekunden. Eine kurze Bemerkung: Wir haben ausgerechnet, dass die Zeiten, die diese Wellen brauchen, um vom Explosionsort bis zu den Arbeitern zu gelangen, nicht gleich sind. Die Zeit in der Luft beträgt 2,35 Sekunden und die Zeit im Marmor 0,13 Sekunden. Was also bedeutet, wir haben einen Zeitunterschied Delta T von 2,35 minus 0,13. Das heißt, wir haben einen Zeitunterschied von 2,22 Sekunden.